Hallo, einen schönen guten Morgen zur Kaffeerunde. Leider ohne Kaffee. Mir wurde gestern der Weisheitszahn rausgenommen. Daher darf ich das noch nicht. Nox und Lilly sind auch wieder hochaktiv und wir gucken mal, wie das heute so mit halber Stimme funktioniert. Ich werde etwas leiser sein. Also da ein wenig Rücksicht bitte. Und dann schauen wir mal, was die Woche so geboten hat. Zunächst mal ein kleines persönliches Meme. Danke an Plus Composer. Ich versuche ja tatsächlich, mich nicht mehr auf den Nasdaq zu konzentrieren, weil er einfach zu schnell und zu volatil ist. Aber wir kriegen das irgendwie noch hin. Der ES ist auch ganz schön. Aber ja, gucken wir mal, wie ich das so die nächsten Tage so hinkrieg. Wir haben eigentlich wieder volle Earnings Season, muss man sagen. Geht diese Woche da komplett los. Da ist eigentlich für jeden und jede was dabei. Ich denke, vor allem Mittwoch wird extrem spannend und ihr seht es auch hier schon, wir haben nicht nur Jerome Powell, sondern wir haben bis auf Dienstag eigentlich jeden Tag irgendwelche Fed-Speaker. Also können wir uns eigentlich jeden Tag auf irgendwelche Hiobsbotschaften oder eher das Gegenteil konzentrieren. Gucken wir mal. Die Banken-Earnings haben bis jetzt alles übertroffen. Jetzt schauen wir mal, wie am Dienstag vor allem und am Montag die anderen nachlegen. Und der ökonomische Kalender zeigt eigentlich auch vor allem in den USA, ja, ist ja gut. Nahezu jeden Tag irgendetwas. Auch hier würde ich vorschlagen, wir konzentrieren uns eher mal auf Mittwoch, Donnerstag. Ja, also einfach aufpassen, wann ihr tradet. Schaut, dass ihr nicht vor den News und nach den News reingeht und haltet euch ein bisschen bedeckt, weil das ist tatsächlich ein Minenfeld diese Woche. Entschuldigung. Wir gehen auch gleich mal in die Charts. Na, wenn ich die Juni hier ein bisschen. Entschuldigung, das ist die Maus, die darfst du jetzt nicht essen. Dankeschön. Hallo. Okay, das geht so nicht. Ja, wenn wir uns den US 500 anschauen, wir hatten jetzt die Donnerstag- und Freitag-Session einen Abverkauf, und zwar einen recht harten. Haben trotzdem eine positive Woche hinter uns, aber es ist natürlich ein eher schlechtes Low. Wir haben die Fair Value Gap auf dem Tageschart nicht komplett geschlossen, aber es würde theoretisch auch ausreichen, weil wir sie knapp bis zum OTI eigentlich geschlossen haben oder punktgenau eigentlich, muss man sagen. Ist für die Bullen jetzt nicht die beste Ausgangslage. Wir müssen vor allem aufpassen, dass die 4200 hier unten halten und damit das Equilibrium. Hoffen wir mal nicht, dass das jetzt der Start eines Abverkaufs war. Wie gesagt, die ganzen ökonomischen Daten bis auf eben die Freitagszahlen waren eigentlich ganz okay. Jetzt gucken wir mal, ob die Earnings ein bisschen was reißen können. Ich wäre aber aktuell noch etwas vorsichtiger, da jetzt blind long zu gehen. Es kann auch gut sein, dass wir jetzt durch die Earnings hindurch am Anfang zumindest mal eine kleine Konsolidierung haben, weil auch jetzt gerade der mögliche Einmarsch der Israelis oder der sehr wahrscheinliche Einmarsch der Israelis einfach eingepreist wird. Sehen wir später noch im WIX. Ja, bisschen verhalten. Ich würde erstmal abwarten, wie sich der Anfang der Woche so gibt, makroökonomisch. Und ansonsten Big Picture. Wir sind immer noch in der bullischen Phase, haben jetzt eine größere Konsolidierungsrange, vielleicht ein kleinerer Abstart. Je nachdem, wie die Wochenkerze diese Woche wird, können wir tatsächlich dann von einem erneuten niedrigeren High-Pivot sprechen. Da müssten wir einfach ein bisschen aufpassen. Aber das sehen wir uns dann nächste Woche an. Und bei Nasdaq im Prinzip das gleiche. Ein Tick besser, weil er eigentlich auch durch die Top 7 eigentlich ganz gut performt hat. Hier haben wir tatsächlich auch ein besseres Hoch. Also es ist kein, per Definition kein wirkliches Hoch auf dem Tagesding, weil uns der linke und rechte untere Kerzenweg fehlt. Aber wir haben hier die komplette Fair Value Gap geschlossen. Das ist schon mal recht positiv zu sagen. Und da müssten wir schauen, ob wir hier bei 14.900 ein bisschen Power finden. Und es kommen jetzt ja auch die Earnings der großen sieben nach und nach. Also könnte es da eventuell auch ein paar positive Überraschungen geben. Ja, leider wurde der IWM weiter abverkauft. Hat sich genau nichts getan eigentlich. Gut wäre es, wenn wir hier die 1700 halten würden. Ansonsten dürfte der Abverkauf in diese riesige Fair Value Gap von vor Monaten weitergehen, das wäre unschön. Aber hier setzt sich auch das fort. Wie immer bei den Earnings, die Small Caps rapportieren einfach jede Woche so ein bisschen, aber sie sind tendenziell auch etwas später
als die großen Jungs und Mädels. Das heißt, hier könnten wir einen kleinen Leck in der Performance haben. Falls ihr da investiert seid, einfach ein bisschen Achtung. Ja, ist ja jetzt gut. Was machst du wieder da oben? Ja, aufpassen. Da unten liegt mein Laptop. Ja. Dollar hat sich wieder gefangen. Und bei unserer Supergrenze 1,105,5 haben sich viele, viele Käufer gefunden. Donnerstag, Freitag, auch mit der weltpolitischen Unsicherheit natürlich hinzu. Es gab dann einen kleinen Abverkauf. Hier wird, denke ich, der Test von 106,58 in dem Fall rum wichtig werden. Und da müssen wir mal gucken, ob da die Seller nochmal einen Leg Down hinkriegen. Aktuell ist es ja tatsächlich ein Higher Low, Lower Low. Und jetzt gucken wir, ob wir zumindest zu dem Pivot hier auch ein Lower High hinkriegen oder sogar hier schon. Da ein bisschen drauf achten. Okay, Nox hat einen Ball gefunden. Es ist immer was los. Da würde ich drauf achten. Also der Dollar dürfte hier auch maßgeblich sein, zusammen mit dem VIX. Der hat eine Hammerkerze am Freitag hingelegt. Da wurde sehr wahrscheinlich ein wenig Unsicherheit eingepreist, was dann auch zum Abverkauf zum Teil geführt hat, zusammen mit den schlechten Daten. Ist eine normale Volatilität. Wir sind einfach jetzt monatelang hier unten die Geschichten gewohnt, aber wenn ihr euch das im Big Picture ansetzt, sind wir auch weiterhin in unserer Konsolidierungsrange. So weit, so wenig überraschend. Ich würde da jetzt noch nicht so drauf angeben. Interessanter ist tatsächlich, dass der VIX höher gespiked ist und wahrscheinlich auch ein bisschen elevated bleibt. Das heißt, es wird jetzt ein wenig Unsicherheit, ein wenig Volatilität in den nächsten 3+ Monaten eingepreist. Und das ist, denke ich, auch einerseits der weltpolitischen Lage, andererseits der politischen Lage in den USA. Wir haben ja in fast genau einem Monat eigentlich wieder eine Schuldenobergrenze erreicht, beziehungsweise eine Zahlungsunfähigkeit. Und das Problem ist, sie haben immer noch keinen Speaker. Das heißt, das Haus ist komplett nicht politisch regierbar. Sie können keine Entscheidung treffen, also auch keine Hilfen für etwaige Ukraine- oder Israel-Pakete. Das heißt, da wird es die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch rund gehen. Auch wenn ihr euch sonst nicht für US-Politik vielleicht interessiert, wenn ihr tradet, würde ich da vielleicht ein wenig drauf aufpassen. Gold hat eine sehr, sehr gute Woche hinter sich, ist sehr schön gespiked, zusammen mit den ganzen Minern, die ihr vielleicht haltet. Da muss man mal gucken, ob sich der Höhenflug weiterzieht. Wenn wir jetzt ein bisschen Momentum mitnehmen können, könnten wir hier diese 1950er Highs geclustert wegnehmen und vielleicht haben wir dann sogar nochmal eine Chance Richtung 2000. War aber sehr, sehr schön, hat hier ein bisschen Luft genommen am Donnerstag und dann am Freitag, sicherlich auch wegen der Geopolitik, gab es da einen starken Push gegenüber, ja, Euro ist abverkauft, äquivalent zum oder gegengesetzlich äquivalent zum Dollar, wenig überraschend. Lädt für mich jetzt nicht irgendwie zum Investment ein, aber ich trade auch kein Forex, würde ich persönlich jetzt auch ein bisschen lassen. Hier Big Picture sind wir auch noch immer in einem bullischen Umfeld. Das kann man so ein bisschen wie die US-Indizes natürlich lesen. Wir nähern uns der Equilibrium Range, wo auch hier schon mal eine Konsolidierung stattgefunden hat. Also, wenn ihr Euro-US-Dollar handelt, 104 rum, also 1,04, ist wahrscheinlich der interessanteste Bereich. Krypto, wenig Bewegung allgemein. Okay, Entschuldigung, wenig Bewegung allgemein, wenig Volumen. Die warten letztlich alle das Trial ab, denke ich. Tendiert aber immer lower. Also für mich nicht wirklich eine Kaufgelegenheit, auch bei Bitcoin. Das sieht alles nicht so wirklich gesund aus und ich denke, wir gehen dann noch ein wenig runter Richtung 26.000. Einfach aufpassen, wenn ihr da investiert seid, nicht blind nachkaufen. Über den Teich gehen, starker Abverkauf oberhalb dieser geschlossenen Fair Value Gap, die aber nachträglich, wie wir wissen, ja immer noch auch ein Punkt sein kann und auch eine markante Stelle mit 15.500. Da hat der Abverkauf dann
am Donnerstag startet, nachdem wir mal kurz hochgeschaut haben. Und Freitag ging es auch wegen den schlechten Zahlen in Deutschland massiv runter. Sieht jetzt auch nicht gerade rosig aus. Ob wir 15.000 halten, wird sich, denke ich, nächste Woche zeigen. Wir haben auch noch ein paar EZB-Berichte. Ja, ich denke, das gibt 15.000er mindestens Retest. Wenn wir dann runterbrechen, sehen wir uns wahrscheinlich Richtung 14.5 wieder. Für Shorts interessant, würde ich allerdings nochmal vielleicht einen Retest von dem oberen Bereich sehen. Und dann könnte das ein spannender Short sein. FTSE hat sich ein bisschen gefangen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass wir eine gewisse Konsolidierung sehen. Wir sind jetzt auch am oberen Rand dieser ehemaligen großen Fair Value Gap, aber ihr seht, hat sich gut gehalten. Teilweise schließen von dieser und dann nochmal ein Angriff auf dieser. Wäre eigentlich ein ganz schönes Szenario. Wir haben hier ein leichtes Higher High gebildet. Jetzt müssten wir hier unten irgendwo ein Higher Low bilden und dann wäre der temporäre Aufwärtstrend auf jeden Fall intakt. Das sieht soweit ganz gut aus. Und ja, müsste eigentlich soweit passen. Wir gehen mal wieder zurück ins PDF. Genau, das hatte ich vorhin schon angesprochen. Kurze Erklärung, also wenn ihr ihm nicht folgt, Chris Ideal ist gerade, was Volatilität und Arbitrage-Trades angeht, auf jeden Fall eine gute Nummer. Braucht eine gewisse Zeit, bis ihr die Tweets versteht, aber ich habe von ihm auch zig Sachen gespeichert, um mal nachzulesen. Der weiß schon, was er macht und kann man ganz gut folgen. Eben, also dieser plötzliche Volatilitätsansprung ist sicherlich mit dem Einpreisen vom Krieg und von der politischen Unsicherheit in den USA bedingt und wenig überraschend, laut ihm. Und zusätzlich kommt eben genau, ne, Wochenende, eventuell kommt der Einmarsch am Wochenende, weil sie jetzt die Zeit für die Palästinenser in Nordgaza noch verlängert haben. Das ist so ein bisschen Erklärung und nicht nur die schlechten US-Zahlen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt saisonal eigentlich das Low so langsam durch. Wenn wir dem Glauben schenken wollen, könnte es jetzt durchaus sein, dass wir jetzt die nächsten Wochen natürlich mit einer Bumpy Road höhere Preise sehen könnten. Und die Analysten sind auch wieder eifrig dabei, sich zumindest hoffentlich ihren Bonus zu verdienen und setzen jetzt fleißig neue Preisziele für den SPX. Weiß ich nicht, ob ich das so machen würde, aber ja, die müssen auch irgendwo ihr Brot auf die Schulter kriegen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Mal so eine kleine Übersicht, was so die Hype-Themen der letzten Jahrzehnte waren. Vielleicht erinnern sich einige oder waren sogar investiert. Ob jetzt hier praktisch eventuell AI-Stocks oder Bio-Stocks oder was auch immer kommt, müssen wir mal gucken. Aber ihr seht, dass wir immer gewisse trendige Themen haben, die dann auch extrem outperformt haben. Und einfach vielleicht eine Erinnerung, das Ganze auch im Bigger Picture zu sehen, um ja, nicht nur einseitig unterwegs zu sein in den Aktien oder in den ETFs, sondern auch ein bisschen zumindest vom aktuell herrschenden Trend zu profitieren, aber auch nicht alle Gelder in irgendwelche komischen Sachen reinzustecken. Das vielleicht als kleiner Rat. Genau, Bonds, wir haben im Discord und auch auf Reddit gibt es ewig die Diskussion, sollte man jetzt in Bonds oder ins TLT einsteigen? Ich würde es persönlich lassen, ist eure Sache. Ich finde es zu volatil und man weiß auch noch nicht, ob die jetzt nicht noch höher gehen. Wenn ihr wollt, wenn ihr unbedingt wollt, skaliert ganz, ganz langsam rein. Aber ich finde es momentan noch zu unwegbar und ich finde es recht gefährlich und eben die letzten Wochen waren von TLT-Bullen Leichen auf dem Weg ziemlich gefüllt. Da ist eine Menge, Menge Geld verschossen worden. Vielleicht passt ihr ein bisschen besser auf euers auf und wartet erstmal ab. Und ja, der Tweet hat die Woche ein bisschen die Runde gemacht. Naja, also wir haben eine sinkende Inflation, wenn man die treibenden Inflationsbereiche rausrechnet. Kann man sich selbst überlegen, ob es sinnvoll ist, diese drei vor allem in den USA rauszurechnen. Und die machen halt momentan die Probleme aus. Und nach meiner Meinung sehen wir jetzt Anzeichen einer erneuten zweiten Phase von der Inflation, was uns wahrscheinlich im nächsten Jahr beglücken wird, in den USA vor allem. Übrige Länder
Und auch wir müssen wir mal gucken. Ja, aber ich werde einfach ein bisschen vorsichtig und vor allem Nahrung. Ja, was ist los? Okay, ich sag's Ihnen, ja? Okay. Nahrung ist auch ganz wichtig, ne? Sie merkt auch, dass ihre Nassfutter- und Trockenfuttervorräte teurer werden und dass der Mann in Blau die immer später bringt, ne? Das hat natürlich auch mit der Auslastung der Fahrer zu tun. Aber mal sehen, ja, ist ja jetzt gut. Auch so wie es ist, ne? Wo ihr eure Medien herkriegt, deswegen sage ich euch, schaut euch das Bigger Picture an und versucht möglichst viele verschiedene Quellen zu haben. Wir haben einerseits gar keine so schlechten Zeiten, ne? Also im Gegensatz zu dessen, wo wir jetzt die letzten 2, 3 Jahre durchgegangen sind, sieht die Wirtschaft vor allem in den USA eigentlich sehr gut aus. Der Jobmarkt ist auch stabil. Man könnte also sagen, naja, wir hatten es viel, viel schlimmer erwartet, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, sondern wir haben einfach viele innenpolitische und makropolitische Umstände, die eigentlich eher zur Vorsicht greifen. Und man darf sich, denke ich, man soll sich nicht nur auf die komplett negativen Sachen fokussieren, weil der Markt macht das, was der Markt machen will. Und gleichzeitig darf man sich nicht auf, naja, es ist besser als erwartet, so versteifen und schon die nächsten Allzeithochs ausposaunen. Ja, der Markt ist sicherlich resilienter als gedacht, aber es heißt nicht, dass er in einem super guten Zustand ist. Und gerade das Letzte könnte uns halt irgendwann mal noch auf die Füße fallen, wenn da was Gröberes ist. Mal sehen, wie sich jetzt die Strafzahlungen von Microsoft auswirkt. Sie klagen dagegen, aber einfach ein bisschen der Rat, mehrere Sachen in Betracht zu ziehen. Genau, wir haben. Also Breadth ist ganz vereinfacht, Advanced minus Decliner. Das ist ja auch schon ein häufiges Thema, dass eigentlich nur die oberen Market Cap Riesen den Markt hochpushen und einen Großteil der kleinen und mittleren Stocks im S&P und Nasdaq eigentlich immer weiter verlieren. Die Gap war in den letzten Jahren noch nie so hoch. Die bietet auch ein bisschen zur Vorsicht, wenn eben bei den einen der großen oder bei den mehreren irgendwas passiert, wenn wir irgendwie nochmal durch Kriege oder was auch immer, Versorgungsengpässe haben, da einfach ein bisschen aufpassen. Gleichzeitig auch wieder Big Picture sehen. Es ist nicht so, dass es immer so war, sondern genauso umgekehrt. Ja, also es gab auch ein Lagging, der Großen und also mal sehen, wie es aussieht. Es gab schon fast alles mal in der Geschichte der Märkte. Und wir sind einfach jetzt in dieser Zeit, wo vermutlich die wenigsten von uns schon mal in einer ähnlichen Situation waren. Aber wir können sicherlich von dem Bigger Picture hier sagen, dass wir in einem Extrembereich sind und Extreme sollten immer ein wenig zur Vorsicht, anmahnen und passt einfach auf euer Geld auf. Auf der anderen Seite, wir sind sehr ambivalent heute unterwegs, aber das ist, denke ich, auch gerade, die Ansage der Stunde und ich würde gern mein Mauskabel an meinem Laptop behalten. Dankeschön. So wie es aktuell aussieht und die Zahlen von Bloomberg sind eigentlich immer recht passend, kaufen Asset Manager ein. Man könnte jetzt argumentieren, dass sie vor ein paar Wochen mit ihren neuen Shorts ein wenig auf die Fresse gefallen sind, nämlich hier. Dann haben sie massiv Verlust gemacht. Aktuell sind sie wieder Einzelaktien und ETF Max Short und zwar seit so hoch wie seit ungefähr 12 Monaten nicht. Das kann natürlich auch eine gewisse Protection der hier eingekauften Longs sein. Sowas darf man auch nie außer Acht lassen bei den großen Jungs und Mädels. Ich würde aber fast behaupten, diese beiden Bilder zeigen uns, dass die gut bezahlten Fonds- und Asset Manager genauso wenig Ahnung haben wie wir. Und deswegen vielleicht einfach weiterhin der Rat, mit kleinem Geld einsteigen, eher vielleicht mal die Leverage, wenn ihr was macht, halbieren und dann mal gucken, wie es so läuft. Ne? Es steht Weihnachten an, eure Liebsten sollten idealerweise noch ein paar Geschenke bekommen. Also aufpassen, wie es aussieht. Wir haben einen recht hohen Ausfluss an Einzel
Stock Emerging Market Portfolios schon seit einiger Zeit, jetzt aber weiter. Ist einerseits China begründet, aber auch nicht nur. Und da ist einfach die Gefahr oder die Angst vor einer erneuten Reinflation, gerade in den Emerging Markets, die dann auch wiederum von einem starken Dollar natürlich nach unten gedrückt werden, recht hoch. Könnte eine Kaufopportunität sein, wenn ihr einige Märkte vielleicht im Auge habt, würde ich auch tendenziell noch ein bisschen warten. Was tatsächlich hochsteigt, sind ETF-Flows, vor allem eben Emerging Markets ETF-Flows. Das heißt, das wird eine Risikorealokierung von Einzelaktien hin zu ETFs gemacht. Ist sicherlich nicht das Schlimmste. Gibt ja auch die große Diskussion, ob es überhaupt lohnt, neben dem All World nochmal einen Emerging Market mit reinzunehmen. Ich persönlich habe es momentan nicht, aber ich bin auch über Einzelaktien in einigen Emerging Markets investiert. Muss jeder, denke ich, selbst für sich definieren. Einige sind einfach, obwohl extrem attraktiv, weiterhin überbewertet, vor allem Indien. Bis sich da nichts ändert, lohnt sich das meiner Meinung nach auch noch nicht. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern. Schauen wir mal. Die Kaffeerunde wäre nicht die Kaffeerunde, wenn es nicht Katzenthemen gäbe. Haben Sie vielleicht ein wenig Anleitung von Juni bekommen? Ja, kann man. Weiß gar nicht, was man da anders sagen kann. Shit happens und gut gemacht oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Katzen lieben, wie ihr hier auch jeden Sonntag spätestens merkt, die IT-Gerätschaften und das ist natürlich ein dummer Zufall und wird wahrscheinlich einige Admins einige Nächte kosten oder auch ihre Jobs, gucken wir mal. Aber ja, passiert. Aber mir tatsächlich noch nie. Wenn wir auf den weiterhin in den USA springen, wir haben immer noch recht hohe Bankdeposits von Einzelhaushalten und Einzelpersonen. Das sagt natürlich nicht alles aus. Wir haben, es kann sein, dass dies da liegt, um ihre Studentenkredite zu bezahlen oder sonstiges. Das ist erstmal so halb aussagekräftig, aber das sind natürlich auch Werte, auf die man eventuell als FOMC-Wähler schauen könnte. Und dieser Stimulus hat sich halt irgendwann aufgebaut, ne? Also nicht nur Stimulus, sondern auch sonstige Benefits oder man hat weniger Ausgaben generell gehabt. Das ist natürlich auch nur ein Mittelwert. Einigen sieht es wahrscheinlich katastrophal unter Covid-Hits-Niveau aus, aber es ist noch viel Geld da und das sieht man ja auch im Spending-Verhalten der Amerikaner, das auch recht ungebrochen ist. Das darf man sicherlich nicht vergessen. Das heißt, hier ist, könnt, oder könnte es noch weitere Hikes geben, um einfach Kapital rauszuziehen. Das hat auch die Runde gemacht, dass die Amerikaner mit zwei Jobs, Vollzeitjobs immer mehr werden. Ich sehe das gerade so ein bisschen bei ein, zwei Twitterern, die ich folge, die zwar nicht Vollzeit doppelt arbeiten, aber die praktisch nach einem normalen Tag dann noch ja, ihre DoorDash und allgemeinen Lieferservice-Zeugs ausfahren, auch übers komplette Wochenende und zugegeben da relativ viel Geld reinbekommen. Also die posten das relativ transparent, auch wie viel und wie lange und so weiter. Aber es ist natürlich eine enorme Zeit und Stress und weniger Erholungszeit. Das bringt das mit sich. Aber auch hier wieder, bigger picture, wir sind noch nicht mal auf Pre-Corona-Niveau, was das angeht. Mir ist klar, wir haben hier zwei Fulltime-Job und hier haben wir Multiple Jobholders. Das heißt, man müsste jetzt in die Daten gehen und gucken, ob das tatsächlich die gleiche Datenbasis ist. Aber vom Narrativ her waren wir schon mal viel, viel höher und ist einfach jetzt leicht gewechselt, weil die zwei Jobs vielleicht auch besser bezahlt werden, weil es mehr Anfragen von zwei Vollzeitjobs gibt. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich schon auch irgendwie in der Mitte, aber es ist natürlich schon auch ja, ein bisschen misleading, weil ihr könnt ja auch zwei 80-prozentige Jobs haben. Ist zum Beispiel in der Schweiz gang und gäbe, dass ihr auf 80 oder 60% reduziert. Einige Kollegen von mir haben auch einen 60% Job bei uns und arbeiten noch 40% irgendwo anders oder 60% irgendwo anders. Also das muss man immer ein bisschen
mit Vorsicht genießen und will natürlich auch irgendwo narrativ weitergeben. Aber das setzt es vielleicht ein bisschen besser in Perspektive. Hier müsste man eben jetzt in die Daten reingehen, wenn man sich da informieren würde, die Gesamtstunden pro Woche anschauen und da dann die Veränderungen über Zeit durchgehen. Aber das sparen wir uns jetzt mal. Genau, ne? Also der Jobmarkt kränkelt ein wenig, aber ist eigentlich noch sehr stabil. Wenn wir uns das auch wieder historisch in der Statistik ansehen, war das schon oftmals der Fall und hat eventuell mit sehr viel Lag und mit sehr viel Verzögerung zu einer Rezession geführt. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, da hatte ich ja euch dieses Schaubild, welche Lagging-Phasen oder welche Sektoren von einer laggenden Rezession eventuell betroffen sind. Und da war der Jobmarkt ja der letzte. Also noch sind wir nicht über den Berg. Spätestens so ab in 2 Jahren oder in 1,5 Jahren haben wir wahrscheinlich das Gröbste überstanden. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns 2024 nochmal intensiver über Rezensionen unterhalten werden. Und gucken wir mal. Die Arbeitergewerkschaften streiken immer noch in ihre Arbeiter. Es gibt jetzt einige Autobauer, vor allem Ford, die sagen, das ist jetzt das letzte Angebot, mehr geht einfach nicht zahlungstechnisch. Jetzt gucken wir mal, ob sich da vielleicht in den nächsten Tagen eine Einigung findet. Und das da oben ist kein Lego-Baufeld, das sind also Werke von Tesla und das sind Teslas, die da rumstehen und das wird so auf Twitter, woher ich das Ding habe, total positiv dargestellt. Ja, super, Produktion, Produktion, naja, die stehen aber halt nur rum. Das hatten wir ja auch schon eigentlich Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres. Es gibt riesige Überschüsse, deswegen fallen ja auch die Preise. Ist also vielleicht nicht das beste Zeichen, wenn man das Produkt nicht verkaufen kann. Und das ist jetzt so, ihr müsst jetzt einfach stark sein, wenn ihr nichts mit Geschichte am Hut habt. Aber so als kleines Geschichtsbonbon am Sonntag. Es ist ja immer so, wenn meistens die ganzen verantwortlichen Agenten oder Führer der Agenten tot sind und sind die rechtlich nicht mehr belangt werden, werden dann die Akten rausgegeben oder wenn halt eine gewisse Sperrfrist rum ist. Und ja, also der Iran-Coup, bei dem die USA eifrig mitgeholfen haben in den 50ern, war undemokratisch, kann man nachträglich dann natürlich auch ganz gerne zugeben, passiert ja nichts weiter. Naja, gucken wir mal, was in ein paar Jahrzehnten noch so rauskommt. Wenn wir rüber über den Teich gehen, wir haben in Deutschland einen kleinen Abfall von den Löhnen. Nachdem es natürlich auch durch Corona jetzt gespiked ist, wird man mal gucken. Hier sind vor allem die Bonusse, die abgefallen sind. Das heißt, jetzt sind die Corona-Bonusse langsam am Ende oder die individuellen Firmen haben noch Boni draufgepackt und auch die Einmalzahlungen bei Übernahme bestimmter Tätigkeiten, Überzeit etc. fallen jetzt weg. Sieht man hier blau und gelb. Da ist es jeweils eben ausgerechnet. Da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Dann haben wir noch eine weitere Schere, wenn es in den USA jetzt immer weiter hochgeht und in Europa respektive Deutschland nicht so, könnte das noch einen weiteren Unterschied in den Lohnnebenkosten und oder auch vielleicht ein besserer Wettbewerbsstandort in Europa und in Deutschland sein. Da muss man mal aufpassen, wie das in den nächsten Monaten so aussieht und jetzt, wie auch die Streikverhandlungen in den USA laufen. Genau, da gibt es leider noch nichts Neues, aber habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Es ist eine weitere Pipeline, ja, vermeintlich durch externe Aktionen beschädigt worden, der Baltic Connector. Ja, Estland und die übrige NATO vermutet ein schädliches Eingreifen. Von den Daten her war wieder ein russischer Überwachungsschiff oder so, irgendwie so ein Ortungsschiff in der Nähe. Ich habe jetzt schon Berichte gesehen, dass das gleiche Ding auch bei Nord Stream 2 rumgeschippert ist, so ein paar Tage vorher. Weiß man nicht, aber ich denke, da werden wir irgendwann nochmal Informationen finden. Es scheint wohl nicht komplett so schlimm zu sein, aber es gibt auf jeden Fall Schäden an dem Ganzen. Und wahrscheinlich komme ich da in den nächsten 2, 3 Wochen nochmal drauf zurück, aber der Vollständigkeit halber. Da wir einen aktuellen
anderen Konflikt haben, auf den sich die Welt gerade konzentriert, kriegt man in der Ukraine oder von der Ukraine wenig mit. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Russland hat zeitlich passend dazu die letzten Tage eine Großoffensive gestartet, und zwar durchaus zahlentechnisch beachtlich, also mehrere Bataillone, und das ist wohl so groß, dass Beobachter vermuten, dass die Russen jetzt praktisch verhindern wollen, dass es nochmal einen Durchbruch der Ukrainer gibt, um dann, wenn die Schlammseason eintritt, da eine Konsolidierungsfrontlinie zu packen. Die scheint nicht so gut zu laufen. Die verschiedensten Berichte sagen, dass die Russen unglaublich viele Männer, aber vor allem Fahrzeuge verlieren, weil sie irgendwie blind auf offene Felder mit Massivfahrzeugen fahren und die ukrainische Artillerie einen Field Day hat. Also es müssen erhebliche Verluste sein mit wenig Erfolg. Oder sie fahren in irgendwelche Teiche. Passiert. Mal gucken, ob man da abschließend noch was sagen kann, aber momentan sieht es so aus, als wäre da wenig durchkommen. Auf der anderen Seite binden sie natürlich extrem viele ukrainische Kräfte, und das bedeutet, dass dann die dann auch ihrerseits natürlich die Offensive nicht fortsetzen können. So am Rande, dass die russischen Soldaten erheblich unter posttraumatischen Belastungsstörungen zu kämpfen haben, dass es da natürlich jetzt auch entsprechend weniger Fachärzte gibt, die solche Massen ja, betreuen können. Das ist natürlich auf ukrainischer Seite viel, viel schlimmer und viel mehr. In dem Fall geht es aber darum, dass eventuell eine Invasionsstreitmacht das auch nicht mehr so lange durchhält, und man da vielleicht auch dann Effekte in der Schlagfähigkeit sehen kann oder sich das noch fortsetzt. Es betrifft tatsächlich wohl auch höhere Offiziere und ist zumindest laut den Engländern ein Grund, warum so viele hohe Offiziere ausgetauscht wurden in den letzten Monaten. Genau, das hatten wir eigentlich schon gesagt. Auch wieder dazu, wie es um das militärische Gerät der Russen beständig ist. Sie bauen jetzt auch die S-300 um, um praktisch normale Raketen, also Land-Land, zu verschießen. Müssen wir mal gucken. Dazu ist auch wohl die erste Lieferung aus Nordkorea an Munition, sehr wahrscheinlich Artilleriemunition, angekommen. Hier ist es mal durch Satellitenaufnahmen belegt und skizziert, wie der Weg wohl passiert ist. Aktuell sieht es so aus, als hätte China da tatsächlich keinen Korridor freigemacht, sondern es ist komplett über russisches Gebiet transportiert worden. Die Frage ist, in welchem Zustand das Zeug ist. Das kann natürlich auch übel ausgehen. Vielleicht habt ihr auch die Twitter-Videos gesehen, wie da russische Soldaten wirklich übelst verrostete Artillerie-Munition reinigen oder versuchen zu reinigen, die wahrscheinlich auch einige Rohre und eventuell auch Hände kosten wird, wenn die verfeuert wird. Im ähnlichen Zustand kann man vielleicht auch von einigen der nordkoreanischen Spenden in Anführungszeichen ausgehen. Mal gucken, ob da was zu sehen ist. Wenn wir nach China gehen, die chinesische Regierung versucht jetzt den absolut katastrophalen Real Estate-Sektor mit einem Pushen des Bankensektors oder und auch des Produktionssektors zu machen. Also da werden jetzt eher Boni gemacht. Es gibt das Gerücht, dass es einerseits einen weiteren Stimulus gibt. Die Wirtschaft sieht momentan nicht so wirklich gut aus, und sie versuchen da jetzt einfach Shift des Ganzen zu machen. Aber trotz der ganzen Probleme, die sie haben, ist es noch recht resilient, ne? Also das darf man auch nicht unterschätzen. Da werden einige Volkswirtschaften wahrscheinlich in einem viel, viel katastrophaleren Zustand. Und es gibt das weitere Gerücht, dass es wohl ein sehr, sehr großes Stabilisierungspaket für den Aktienmarkt geben wird. Bitte jetzt nicht blind Aktien aus China kaufen, wartet erstmal ab. Und auch was es heißt, weil gleichzeitig gibt es ein extremes Policy-Bestreben, dass es ausländischen Investoren, aber auch vor allem Banken schwerer bis unmöglich macht, in dem Markt größer aktiv zu sein. Also da gibt es dann Obergrenzen. Die wollen vor allem verhindern, dass externe Spekulatoren oder wie auch immer Einfluss auf die chinesische Währung machen. Und das ist so ein Zangenpaket, und mal gucken, wann's was kommt und wie es kommt.
Und ihr seht ja auch, die A-Shares werden vor allem geboostert. Also das heißt, für die meisten von uns eh nicht wirklich relevant, aber könnte natürlich einen positiven Effekt generell auch bedeuten. Also da vielleicht ein bisschen die Augen aufhalten. Wir gehen mal zu etwas anderen Themen, die ich jetzt hier zusammengefasst habe. Zwei interessante Artikel, wenn ihr euch mit dem Homeoffice befasst. Längerer Artikel, warum und wieso und was jetzt praktisch dieser Druck von den Firmen bedeutet, dass man die Leute wieder reinbringt und dass es einfach auch ja, sehr, sehr gute Leute kostet, die einfach aus diesem Grund dann kündigen. Habe ich persönlich auch erfahren, einige sehr, sehr wichtige und gute Kollegen haben das auch nicht mitgemacht und sind nicht mehr unter uns und so wird es in anderen und auch größeren Firmen wahrscheinlich ähnlich sein. Dann was recht Deutsches, kann man vermeiden, dass praktisch die Homeoffice-Bleiber bei Beförderung übergangen werden. Inwieweit das dann arbeitsrechtlich relevant ist, sei mal dahingestellt, aber auch ein spannender Take, was mir auch noch nicht so ganz war. Also das habe ich mal hier ein bisschen beleuchtet. Dann vielleicht wieder marktbezogen. Immer mehr Staaten gehen jetzt geostrategisch vor und bezeichnen einfach bestimmte Rohstoffe als kritisch für die nationalen Interessen und das bedeutet, dass dann auch Exporte unterbunden werden oder gleichzeitig versucht wird, alles zu importieren, was geht und aufzukaufen. In dem Fall von Indonesien geht es ums Zinn. Wir hatten ja da durchaus mal einige Eskapaden in an Londoner Commodity Exchange. Wird man sehen, braucht man auch für die ganzen Elektrosachen, wie das den Markt verändern wird, wie das auch vielleicht auf andere, jetzt nicht unbedingt seltene Erden oder sonstiges, sondern normale Metalle oder Rohstoffe sich Schule macht und da eventuell auch hingeht. Das Problem ist einfach, wenn man keine eigenen Rohstoffe hat, wird es immer mehr schwierig, sichere Vertragspartner zu finden oder der Markt ist einfach leergefegt. Das könnte einfach noch spannend werden, gerade was die ganze Elektroumstellung auch angeht. Kurz einen Schritt zurück von Elektro, naja, noch nicht so weit. Einfach zum Verständnis auch, was eigentlich aus so einer Gallone oder aus so einem Fass Öl alles gemacht wird und wie das aufgebaut wird und was die verschiedensten Nebenprodukte dann werden. Und das hatte ich ja beim Gas vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren mal mehr erwähnt. Es gibt einfach einige Sachen, die aktuell nicht mit konventionellen, mit Elektrosachen oder alternativen Energien ersetzt werden können. Klar, das Heizen oder so, oder auch Antrieb bei den Autos etc. alles gut. Es gibt aber einfach noch verschiedenste chemische Nebenprodukte, sowohl vom Gas als auch von Öl, für die es aktuell wenig Alternativen gibt. Das heißt, so ganz tot wird es auch, wenn ihr jetzt super grün unterwegs seid, auf längere Sicht nicht sein. Da ist dann Innovationsfähigkeit in den Bedarfsindustrien letztlich notwendig, ob man da überhaupt eine Eigenschaft gibt. Es gibt ja auch gerade in Deutschland ein paar Firmen, die versuchen, diese ganzen Schmierstoffe, die eigentlich fast ausschließlich aus Öl gemacht werden, ursprünglich mal, eben da auch aus Nichtöl irgendwie hinzukriegen, aber das ist natürlich langwierig und dauert. Aber das einfach ein bisschen aufpassen. Also wenn der Ölpreis wieder steigt, ist es jetzt nicht nur, ah, die Amis müssen jetzt ein bisschen mehr für ihr Benzin zahlen. So einfach ist es nicht. Und okay, Nox hat wieder ihre 3 Minuten. Weiß nicht, ob ihr es hört, aber okay, gut. Die Kinokettenbesitzer unter euch müssen jetzt sehr stark sein. Ja, ich gucken, was da noch rauskommt, aber Aaron wurde wohl fast gecatfished oder wurde gecatfished. Könnt ihr euch hier durchlesen, aber da wird es halt auch nie langweilig drum. Momentan sieht es ja auch jetzt nicht so gut aus, auch wenn ihr jetzt gerade eingestiegen seid vor ein paar Tagen, habt ihr ein bisschen Rendite gemacht. Ja, einfach aufpassen, ne? Kann da noch lustige Eskapaden aus dem Bereich geben. Das wird, denke ich, in den nächsten Earnings spannend. Es gibt einfach einige Firmen, die sehr, sehr hoch verschuldet sind, wo jetzt auch die höheren Raten irgendwann durchschlagen, wenn sie ihre Kredite neu verhandeln müssen.
Die Katze hat so einen Schatten. Das ist unglaublich. Da einfach aufpassen, wenn ihr da investiert seid oder auch natürlich andere. Kann immer mal euch auf die Füße fallen. Hey, gehst du runter? Runter! So, gut, wir haben so an der Wand angebrachte Stegen für irgendwas draufstellen und Nox ist einfach, auch wenn sie nicht dick ist, ein wenig schwerer als noch das kleine Kätzchen von vor ein paar Monaten. Und bevor es da runterkracht, muss man die. Oh Lord. Okay, ich muss aufhören. Ich muss mich um die Katzen kümmern. Hier ein interessanter Bericht. Die Älteren oder die Erfahreneren unter euch werden es schon kennen. Das sind diese verschiedenen Zusammenstellungen. Was, wenn jemand nur immer zum gleichen Zeitpunkt investiert, alles auf einmal, regelmäßig in ETFs oder sonstiges einzahlt und dann Hochrechnung. Spannender Take. Wer es noch nicht kennt, sollte es sich auf jeden Fall mal durchlesen, was auch bei rauskommt und wie groß oder wie nicht groß der Unterschied ist. Lohnt auf jeden Fall und kann man sich dann gegenüber seinem eigenen Investitionsverhalten vielleicht mal ein bisschen reflektiert anschauen und durchlesen. Krypto, ja, wenig, das, oft das sagt jedem was. Lassen wir mal so stehen. Da wartet, denke ich, die ganze Industrie drauf, wie es jetzt in dem Trial weitergeht. Es gibt ja wirklich großartige, sarkastisch gesehen, News aus dem Ganzen. Da einfach mal abwarten und jetzt nicht unbedingt Geld noch in Krypto packen. Das wäre so mein Take. Und der linken Seite ist es auch so. Momentan scheint auch die Zuliefererindustrie unter schlechten Prognosen zu leiden und kriegen ihr Zeug auch nicht unter den Mann und die Frau. Also das würde ich einfach mal sein lassen und aufpassen und da jetzt nicht unbedingt reingehen. Das war's soweit. Gleich kommt hoffentlich noch ein Katzenvideo, wenn ich es jetzt besser hinkriege. Es ist so, ich bin nächste Woche in der Heimat, also in Heidelberg, und habe ein Klassentreffen. Ich sollte es zumindest die Kaffeerunde aufnehmen können. Wie ich sie hochlade, es steht auf einem anderen Stern. Eventuell kommt die tatsächlich erst dann Sonntagabend. Aber mal gucken, was ich da hinkriege. Wenn jemand aus dem Rhein-Neckar-Bereich sich auf Kaffee treffen will, soll er oder sie sich halt melden. Vielleicht kriegen wir das irgendwie reingepackt. Und übernächste Woche ist mein vorletzter Urlaub in diesem Jahr. Da muss ich mal sehen, sollte auch wieder irgendwie passen, aus der Sonne die Sache aufzunehmen. Aber so genau versprechen kann ich es noch nicht, weil wir mal planen müssen, was wir machen. Genau. Ich hoffe, euch hat es trotz der leisen Stimme sehr wahrscheinlich gefallen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte und wir gucken dann mal, wie es so weitergeht und was wir so anstellen werden und wann die nächste Kaffeerunde hoffentlich erfolgreich hochkommt. Ich versuche jetzt mal die Nox beim Apportieren zu zeigen und mal gucken, wie das so funktioniert.